Salz und Licht. Hoffnungsgeschichten. 100 Mal von Gott bewegt. Ein Podcast der Allianzmission. Wir brauchen einen Auftrag. Unbedingt. Anne und Piet Stahl sind Missionare in Kambodscha. Anne berichtet vom Projekt Closed in Dignity. Im April 2019 startete Closed in Dignity mit 6 Frauen. Während der Pandemie, als wir hauptsächlich Masken genäht haben, kamen immer mehr dazu, bis es 14 Näherinnen waren. Die meisten hatten zuvor auf den Mülldeponie Siem Reap nach Verwertbaren gesucht, um ihre Familien tagtäglich zu versorgen. Bei Closed in Dignity haben sie nun alle nähen gelernt. So gut, dass sie gemeinsam bis zu 200 T-Shirts am Tag nähen können. Wir brauchten also unbedingt einen Auftrag. Am besten einen ganz großen. Wir beteten mehrere Wochen zu Gott um einen Auftrag von 10.000 T-Shirts. Nachdem ein potenzieller Auftrag nicht zustande kam, waren wir völlig frustriert. 14 Frauen, abhängig von ihrem täglichen Verdienst, ohne Arbeit. Doch dann griff Gott ein und schenkt uns einen Mega-Auftrag. 30.000 T-Shirts für Weihnachtsbäckchen, die weltweit verschenkt wurden. Was für ein Geschenk Gottes. Dazu aus Sprüche 31, Vers 25. Sie strahlt Kraft und Würde aus und sie lacht und hat keine Angst vor dem kommenden Tag. Lesen und ermöglichen Sie weitere Hoffnungsgeschichten unter allianzmission.de/hoffnungsgeschichten.